Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, es gibt eine neue Nintendo Wii-Fernbedienung, die angekündigt wurde. Mario und Luigi-Fernbedienungen haben wir ja schon. Nun gesellt sich eine weitere dazu, nämlich eine Prinzessin Peach-Fernbedienung. Von dem her, das ist natürlich, denke ich mal, eine Anlehnung an Super Mario 3D World. Wird es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis dann eine Blow-a-Toad-Fernbedienung herauskommt. Beziehungsweise vielleicht eine blau-gelbe, weil der Toad kann jetzt, ist ja sowohl blau als auch gelb spielbar in Super Mario Bros. U. Das Besondere ist an dem Controller, das Steuerkreuz ist erstmalig gelb, die Plus- und Minusknöpfe sind erstmalig blau, der Hintergrund ist rosa, genauso wie der Vordergrund, und es ist eine kleine Krone drauf, die Prinzessin Peach symbolisieren soll. Ja, ich persönlich habe lediglich die Mario-Wii-Fernbedienung, die Luigi-Wii-Fernbedienung möchte ich mir noch holen. Die Peach ist mir vielleicht etwas zu übertrieben rosa, aber das ist nur meine Meinung. Mich würde eure hingegen interessieren. Findet ihr diese neue Fernbedienung schön? Findet ihr es gut, dass sowas angeboten wird? Oder seid ihr demgegenüber eher skeptisch? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.